Da sind wir, Leute, und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Was machen wir heute? Guck mal kurz mal auf die Karte. Da gibt es auch was zu synchronisieren. Gar nicht so weit weg, ne? Wir könnten da mal kurz synchronisieren. Okay, hier gab es ja nicht so. Die könnten wir ausschalten. Kultistenwache. Hauptort von Delphi. Geist befragen. Okay. Sprich mit dem Orakel von Delphi. Erstmal wollte ich hier mal synchronisieren. Genau, dahin. Oder wir machen erstmal hier die mal kalt, ne? Gucken wir mal, wie es denn hier so aussieht. Das wollte ich doch gar nicht. Nein, nix. Ist schon gut. Alles okay. Ich mach das hier wieder irgendwie nicht so gut. Komm nicht hin. Siehst du das Schwein? Hier ist niemand. Das Schwein, meint er. Luft auf. Sucht weiter. Keine Sorge, die geben nicht auf. Okay, die sind da am Suchen. Vielleicht sind da jetzt weniger drin, ne? Zum Beispiel kann ich den schon mal hier mal hochknöpfen. Oh, der lebt noch. Was denn? Ist da was passiert? War da wieder einer? Los! Beeil uns, sonst verlieren wir ihn! Aha. Sag Bescheid, wenn du was siehst. Oh, da sind ein paar, ne? Wir finden die Ratte schon noch. Genau. Oh, okay. Alter, die sind ja echt hartnäckig, ne? Mach dich los! Ich kann dir nicht das Schild nehmen. Habe ich dir nicht nötige Kraft oder was? Okay, der ist jetzt da alleine. Immer ein bisschen kämpfen, ein bisschen verstecken. Komm nur her, jetzt läuft er auch dahin, ey. Okay, ich da wieder rein. Jetzt hat der eine Fette mich gesehen, ne? Schild nehmen. Ja. Das bringt nix. Ich muss ja weg. Ich muss mich wieder heilen.
Wo ist er denn? Ja, mach mal sofort Meldung. Ich hab doch was gehört. Mario? Hey! Der ist schon mal weg. Das lasse ich nicht zu. Verstehe. Ich hab doch was gehört. Wieso hat er die Waffe nicht an? Das Ding nehmen, ne? Der war aber nicht gut. Ist schon nicht ohne, ne? Okay, haben wir das, ne? Missionsziele. Zwei Schätze sind noch zu plündern. Nehmen wir einmal den hier mit. Anna vielleicht irgendwo draußen. Tatsache, genau hier. Tja, ist der Ort auch Geschichte. Dann geht's hier runter. Bam, 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 bam. Wo ist aber den Phobos? Der bringt mich zur Synchronisation. Ella. Nicht da, da. Noch einmal da hoch, bitte. Ein Bär? Was? Haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Dass er so frei lief. Er nur mit den einen Söldner rum. Den haben wir aber abgehängt. Abschränken, Holz mitnehmen und synchronisieren. Das war der Plan. So, jetzt aber. Attacke. Oben ist auch eine Festung, ne? Icarus Wahrnehmung wurde erweitert. Du! Was hast du hier zu suchen? Daphne? Wer hat das gesagt? Du? Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst.
Wer bist du? Ich bin ein Reisender. Ich möchte nicht unhöflich sein. Dann beantworte meine Fragen. Wer bist du? Manche kennen mich als Adlermann, aber meine Freunde nennen mich Alexios. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Und freut mich. Du bist vielleicht genau der, nach dem ich gesucht habe. Und wer wäre das? Ein Krieger. Ein Jäger. Ein Verbinder unserer Welt mit der der Götter. Einer, der sich meiner Herausforderung stellt. Das bin ich nicht. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. Töchter der Artemis. Kaltonische Eber ist ein Pokis. So, oder was hat ein Plateau-Gesicht ist. Da ist so ein bisschen Sumpf. Das könnte er sein, ne? Aber ein Eber. Da oben war noch eine Festung, ne? Die ist jetzt nicht zu sehen hier. Sag mal, das ist die hier. Das gehört aber auch noch zu uns hier. Oh, Alter, ist das ja echt viel, ne? Gehen wir dann auch dann hin. Auch gucken. Okay, den Eber, den lassen wir jetzt erstmal. Wo da drüben ist er oder wo. Na gut. Dann ziehen wir weiter in den Norden. Weiter in den Norden. Ella. Zum nächsten Punkt. Das wäre jetzt der hier. Schauen, ob der uns dahin bringt. Festung hier. Riesenfestung. Das ist einmal um die Festung rum. Die Leier. Festung. Eroberungsschlacht. Aha. Neue Region entdeckt. Alter, wo bringt ihr mich jetzt wieder hin? Da darf ich gar nicht hin. Das Gebiet 1314. Alles. Ich wollte doch nur synchronisieren, ne? Da bringt mich jetzt hier wieder Berg Banassas. Komm, mach mal.
groß das alles ist, ne? Groß die ganze Map ist, echt. Also wir entfernen uns immer mehr von unserem... Also Navi scheiße, das muss ich echt sagen. Wieder zurück, echt. Das ist doch hier. Na los! Alter, ich wollte doch nur dahin. Guck mal jetzt, wo wir sind, ne? Das gibt's doch gar nicht, ey. Ganz anderes Gebiet. Wir müssen mehr so nach rechts. Ja! In die Richtung. Ja! Oh, ein Bär, ne? Nein! Was? Das Vogel ist verletzt. Vogel, komm mit. Für eine Aktion hier, ey. Komm her, Fokus. Also ich benutze nie wieder das Navi, ey. Das ist ja hier alles. Komm schon! Sind wir jetzt von hier gekommen? Von da oder von da? Na los, auf jeden Fall nach links wieder. Ella. Also hier. Ja. Ich denke, da sind wir richtig, ne? Die falschen Koordinaten drin im Navi. So, das ist schon mal passiert. Das erste Mal. Bringt er mich voll ins andere Gebiet hier rein, ne? Okay. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das auch schon mal markieren. Ein Teerlager im Wald. Ja. Wir denn jetzt hier? Wo sind wir? Da kommst du irgendwie nicht dran, da, ne? Was ist denn für ein Ort da oben? Leila. Weißt du was? Das ist ja Delphi, ne? Sagen den. Das soll uns nach Delphi bringen. Du selber. Interessiert jetzt keinen, wenn wir fahren nach Delphi. Da, das hier, ne? So, jetzt lass du mal reiten hier.
reitet der wieder quer durch die Map, ne? Alles okay, können wir doch auch mal sehen. Einen Geist befragen. Das ist halt so eine andere Art erkunden, ne? Söldner. Hau bloß ab. Ach nein, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Wieso ist er so schnell? Schaden wir machen mit dem Bogen, echt. Hey, ihr blockiert den Weg. Ja, direkt so ein Löwen dabei oder was? Ich hab den erlegt, ne? Nicht du. Das wollte ich nur mal klarstellen. So, steig mal auf. Komm schon. So, bring uns mal nach Delphi, bitte. Schöner Nachthimmel. Sieht der da? Was? Was gibt's hier? Oh, was ist das in Delphi? Delphi. Wir sind angekommen in Delphi, ne? Das Orakel von Delphi. Ja! Und auf geht's. Auf geht's. Zufälligerweise. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Ich will das abholen. Wir sind in Delphi. So sah das doch früher aus. Das Heiligtum von Delphi. Yes. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Tja. Einfach nur genial. So nice, echt. Delphi, ne? Genau, zufälligerweise ist heutzutage in Delphi die größte Irrenanstalt Griechenlands. Zufälligerweise. Ich schick hier das Orakel von Delphi, Alter. Hey, komm hierher, du rückgratlose Qualle, du! Rückgratlose Qualle, du? Malaka! Malaka! Der Adlermann persönlich ist. Ja. Du bist groß geworden, Alexios. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem.
Beim letzten Mal habe ich dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Und werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell. Und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Einmal Söldner, immer Söldner. Einmal Söldner, immer Söldner. Davon kann man sich nie ganz lösen. Recht hast du. Das stelle ich gerade mal wieder fest. Der Ärger geht und kommt doppelt zurück. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Ich bin nur die Priester. Also gut, ich helfe dir, aber... Aber was? Ich will kein Geld von dir. Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Wo fange ich an zu suchen? Gut. Ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Woher weißt du, dass es Priester waren? Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Das sollte nicht allzu lange dauern. Okay, sprich mit dem Orakel, ne? 200 noch was Meter. Es geht ja noch weiter mit den Statuen. Lass mal an deinem... Was? Alter. Hier ist das Orakel von Delphi. Oh. Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Das Denken nach dem Reden, wir sollten schwiegener sein. Malaka. Malaka, benutzt deinen Kopf. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Bleib zurück. Wer bist du wirklich? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotos. Ich bin Geschichtenerzähler. Ja. Das war ich jedenfalls.
Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Hat er das Orakel... was hat dir das Orakel verraten? Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Wow. Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast zu lange auf Kefalenia gelebt. Warum ist die Schlange so lang? Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Warum wimmelt es hier Wachen? Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. Ist das schon immer so gewesen? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich habe Fragen an das Orakel. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist er nicht genauso toll, wie ich ihn beschrieben habe? Oh. Viel besser. Noch viel besser, genau. Mit dem Orakel reden, ne? Sprich mit dem Orakel von Delphi. Genau, das machen wir. Das machen wir gleich. Jetzt kurze Pause. Danke und bis dann. Ciao.